Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test das Sortiment Spacer vom Bröckhoff. Preis findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ja, es ist ein relativ kleines Sortiment noch, muss man sagen. Ist nicht wie sonst so ein bisschen so in dieser Plastiktüte, sondern hier eher in einer Pappschachtel. Was haben wir drin? Wir haben hier auf jeden Fall ein Päckchen Color Fountain drin. 4 Stück sind da drin. Star Fountain 3 Stück. Die Pilli Cracker 5 Stück, dann sowas kleines, Crackling Linden nennt sich das, so ein bisschen knallkettenmäßig. Die Silver Flash haben wir ein Päckchen drin, Flashers haben wir ein Päckchen drin. Wir haben nochmal Cracker drin, also erstaunlicherweise nicht wie sonst, wie man es kennt aus diesen runden Dosen, nochmal ein Päckchen Knallerbsen. Nein. Ja, dafür haben wir dann aber 4 ganze Packungen Knallerbsen drin, allerdings mit je 30 Stück, also nicht 50 Stück. Und wir haben aber auch noch eine Packung mit 10 Golden Sparklers Wunderkerzen. Also eine ja nicht unbedingt typische Sortierung, sagen wir mal so. Also kennt man auf jeden Fall von deutschen Sortimenten jetzt nicht so. Hier im Graben diesen Crackling Linden und so weiter. Entsprechend bin ich da durchaus auch gespannt. Und ja, dann hätte ich gesagt, legen wir direkt los mit dem Test. Der Spacer vom Bröckhoff. Auf geht's! Spacer vom Bröckhoff mit freundlicher Unterstützung vom Pyrokobold. Jawohl, auf geht's! Dann machen wir mal das Ganze auf. Es riecht nach verkokeltem Plastik. Woher denn das? Woher denn das? So, mit kleinen Zwischenfällen haben wir die Pillcracker. Pilli, Cracker, was auch immer. Ach, Pilli. Ich glaube, Pilli heißt es, ne? Und was heißt das übersetzt? Also, 5 Stück sind drin und dann haben wir, wow, eine riesen Schachtel für 5 so kleine Dinger. Hat man sich da verschrieben, sollen das Chili Cracker sein? Stimmt, weil es rot ist. Da brennt's. Das wird passen. Ja. Knistern vor sich hier. Ja. Ja, ein bisschen Silbersterne drin, aber im Grunde jetzt nichts Besonderes noch. Star Fountain, 3 Stück mit dem Dino. Also es ist ein Sortiment, wo man sieht schon ein bisschen auch besondere Sachen, denke ich, drin sind. Aha. Sind halt teilweise ein bisschen überdimensionale Packungen für das, was drin ist. Ja. Eider, Tretminen. Vor allem bleiben die nicht stehen, ne? Eine ist schon wieder umgeflogen. Schafft man einfach Abhilfe und schon geht's. Rot, grün und ich glaube blau. So. Ui, die schießen durch die Gegend. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist eine schöne Sache. Ja doch, witzig. Lauter als so. Metroiden. Cracker, 2 Stück in der Plastikdose. Aber man denkt eigentlich Knallerbsendose, ne? So schon, gell? Dachte ich jetzt auch gerade im Dunkeln, aber. Ist doch noch mehr da drin. Knallt zwar auch ein bisschen, aber... Schauen wir mal, was die können. Wie die so knallen. Beide, ha? Ja. Ach süß. Die sind ja leiser als die Metroiden. Echt so. Ah ja, riechen gut, riechen gut. Ja, stimmt. Ja, geht so noch. War jetzt nicht so... Ich habe jetzt da mehr erwartet. Color Fountain, 4 Stück mit der Biene drauf. Was ist jetzt das? Nochmal. Genau identisch eigentlich, ne? Die fallen wir gleich raus. Hobby, 2 Hobby, einer, da ist er, oder? Ja, genau. Aber das sind ja im Grunde genau identisch, oder hast du da jetzt noch eine andere Farbe mit drin? Das sehen wir gleich. Also wir haben wieder rot, wir haben blau, wir haben gelb, oder? Ja, gelb müsste das sein. Und grün, aha. Aha. Jetzt schießt das wahrscheinlich die anderen um. Aber schöne Farben. Die Farben haben jedenfalls passt und das ist auch nicht üblich. Ja. Oder muss nicht üblich sein. Das stimmt. Wir kommen nicht drum rum. Knallerften. Man erfindet neue Namen. Aha.
Retro mit bunten Düttel. Die letzten Bretminen. Haben wir ja noch nicht genug, ne? Schachtel Nummer 2. Super Knallerbsen. Genau. Ja, also alles muss raus, ne, nach dem Motto. Ja, freile. Also ich sehe es jetzt schon, die Tretminen sind noch wochenlang hier. Ja. Da können wir heute noch kehren, was wir wollen. Ja, Knallerbsen. Knallerbsen halt, ne? Crackling Linden. Sind das jetzt die gleichen wie aus der Plastikdose? Wir werden sehen. Mal zu vermuten, ja. Also vielleicht sind sie ein bisschen lauter. Ich glaube fast nicht. Befürchte nicht. Ich befürchte, dass wir das ähnlich jetzt wie bei den Fontänen haben. Nimm mir nicht einfach den nochmal eine Schachtel. Doch, ein bisschen lauter. Aber deutlich lauter. Doch, die sind doch ganz nett. Die machen doch mehr Spaß. Ne? So, Silberflash, da wirst du schon aufmerksam. Wenn ich Flash höre, Alter, was sind denn das für Bonbons? Also so Zylinderbomben im F1-Format, Kaliber 1 cm. Kaliber 1 cm. Richtige Dinger. Schauen wir mal hier erstmal ein Grün. Ui, schöne Strobo. Nicht ganz so hell. Wie die von Komet, die wir letztens getestet haben. Daneben, der grüne oder zweite. Aber relativ lang. Der liegt praktisch jetzt im Laub. Ja, das Laub brennt schon. Oh. Wunderbar. Und jetzt die beiden roten. Schauen wir mal, ob es einen Unterschied gibt beim ersten. Also sichtbar jetzt nicht wirklich, oder? Nee, dann können wir den zweiten auch gerne machen. Ui! Kommt noch was? Nee. Die roten waren eher enttäuschend. Jetzt noch die Flashers. Was ist das? Kleine Würde? Würden wir davon ausgehen? Okay, also man war hier auch sehr, sehr ideenreich. Gut, Flasher, also vom Namen wäre es richtig, aber... Dieser Tupper dann einen Satelliten drauf, ja. Und einen Wirbel. Dann können wir es jetzt richtig schön hell machen. Also gut sind sie. Ist auch cool, wie sie so richtig los finden. Es raschelt schon hier, da hat er doch was. Die Fazit-Wunderkerzen, die Golden Sparklers. Das sind jetzt, glaube ich, gar nicht 10 so viel. 10 Stück müssen das sein, ja. Reicht eigentlich auch, gell? Also. Kommt nur eine, glaube ich. Noch eine. Jetzt ist gut. Ich brauche mal eine hier. Ja, bitte. Ich werde diese Menge nicht alleine los. So, Fazit Wunderkerze. Ja, also so begeistert, wie ich von diesem Sortiment war, von den verschiedensten Namenvielfalten her, war ich dann ehrlich gesagt von der Effektvielfalt ein bisschen enttäuscht, weil hier ein bisschen gemogelt wurde. Ne? Mhm. Also man hat hier mehrere Packungen mit unterschiedlichen Namen, aber gleichen Effekten eigentlich fast schon. Ja, und ich muss auch sagen, es ist ein bisschen Mogelpackungen, weil es sind große Packungen, wo man ein bisschen mehr Inhalt erwartet, aber da sind nur 3 Stück. Also, was jetzt das Highlight fand ich aus dem Set war, waren eigentlich diese etwas lauteren Crackling-Linden. Ja, die waren eigentlich ganz nett. Die in der Dose waren, die waren besser. Ja. Aber so an sich, ja. Es ist mal schön, was anderes von einem anderen Hersteller zu testen, auf jeden Fall. Das mag ich grundsätzlich. Mal Alternativen zu Weco und Nico und so weiter. Ne? Also deswegen ist das an sich immer so, kann ich auch jedem empfehlen. Holt euch das, vielleicht gefällt es euch besser, vielleicht ist es bei euch auch nochmal ein Ticken besser oder so. Gab es das im Action? Oder das gab es im Action, glaube ich, ja. Ah. Ich meine schon, das gab es mal im Action. Das Spacer kenne ich auch von da. Ja,
Ja, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch wie immer eure eigene Meinung dazu bilden und das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Sortiment haltet. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, macht's gut, Pyrrhus.